Hey meine neugierigen Freunde, als Albert Einstein im Jahr 1905 die spezielle Relativitätstheorie veröffentlichte, erkannten andere Physiker und Wissenschaftler nach und nach immer wieder scheinbare Widersprüche und Paradoxien in der Theorie. Vor allem zur Längenkontraktion gibt es so manches Paradoxon. Eines davon ist das Panzerparadoxon oder auch Skifahrerparadoxon vom Physiker Wolfgang Rindler. Um das Paradoxon zu verstehen, müssen wir vorher noch auf die Längenkontraktion eingehen. Die Längenkontraktion ist ein Resultat der speziellen Relativitätstheorie und entsteht bei bewegten Körpern. Ein Körper oder allgemein Bezugssystem, das sich mit einem relevanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, erscheint für einen außenstehenden, ruhenden Beobachter in Bewegungsrichtung verkürzt. Genauso verhält es sich umgekehrt auch für den Beobachter, der sich im bewegten Bezugssystem befindet. Für ihn erscheint die ruhende Umwelt, die aus seiner Sicht aber eben nicht ruht, sondern relativ an ihm vorbeizieht, ebenfalls in Bewegungsrichtung verkürzt. Wie es zur Längenkontraktion kommt, dazu kann man ganze Videos füllen. Für heute reicht es aus, wenn wir wissen, dass Bezugssysteme, die sich mit relativistischer Geschwindigkeit fortbewegen, längenkontrahiert sind. Und das führt uns zum erwähnten Panzerparadoxon von Wolfgang Rindler. Stellt euch einmal vor, ihr sitzt in einem Panzer und bewegt euch mit einem relevanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit fort. Vor euch taucht plötzlich ein Graben auf, der aber ziemlich schmal ist. Und so beschließt ihr, darüber zu fahren. Schließlich besitzt euer Panzer ein Kettenfahrwerk und sollte kleine Gräben problemlos überfahren können. Doch dann passiert es, ihr stecht in den Graben ein. Und nicht nur das, ihr fallt mit eurem Panzer sogar komplett in den Graben hinein. Als ihr am Grund des Grabens aus dem Panzer aussteigt und euch umseht, könnt ihr es kaum glauben. Der Graben muss breiter geworden sein, denn niemals hätte euer Panzer dort hindurch gepasst. Wie kann das also sein? Tatsächlich ist der Graben gar nicht breiter geworden. Er war bereits vorher genauso breit wie jetzt und damit groß genug, damit euer Panzer hineinfallen kann. Doch durch die Bewegung mit relativistischer Geschwindigkeit erschien der Graben aus der Sicht des Fahrers in Bewegungsrichtung verkürzt und damit schmaler. Er vermittelte also den Eindruck, als könne man ihn überfahren. Als der Panzer dann anfing, über den Graben zu fahren, verformte er sich aufgrund seiner Gewichtskraft ein wenig nach unten. Die spezielle Relativitätstheorie erlaubt nämlich keine starren Körper, denn Wirkungen wie Kräfte, Stöße oder ähnliches können sich in Festkörpern maximal mit der spezifischen Schallgeschwindigkeit des jeweiligen Körpers ausbreiten und sind damit deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es gibt immer eine Verformung bzw. ein Fließen. Wenn dies nicht so wäre, dann könnte man mit verschiedenen Tricks tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit überschreiten. Man könnte zum Beispiel einen extrem langen Stab ins Weltall halten und dann um einen kleinen Winkel schwenken. Durch diesen kleinen Schwenk würde der äußerste Punkt des Stabes allerdings in kürzester Zeit eine sehr große Strecke zurücklegen. Ist der Stab lang genug und wäre er starr, dann könnte man damit sogar die Lichtgeschwindigkeit überschreiten. Und das ist unmöglich. Es kann also keine starren Körper geben. Aus diesem Grund verformt sich auch der Panzer. Er biegt sich leicht nach unten. Sobald er am anderen Ende des Grabens einschlägt, werden nach und nach, von vorne nach hinten, Teile des Panzers gestoppt und kommen im Ruhesystem des Grabens an. Sie unterliegen dann keiner Längenkontraktion mehr, da sie sich ja nicht mehr fortbewegen. Aus der Sicht von jedem bereits gestoppten Abschnitt des Panzers ist der Graben also plötzlich breiter. Irgendwann ist schließlich der komplette Panzer gestoppt und fällt in den Graben. Von außen betrachtet ist das Ganze sogar noch offensichtlicher. Denn für einen ruhenden Beobachter ist der Panzer in Bewegungsrichtung verkürzt, während der Graben seine normale Ruhegröße hat. Es erscheint also ganz klar, dass der Panzer hineinfallen wird. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob der Panzer von außen und von innen betrachtet an derselben Stelle des Grabens einschlägt, denn schließlich ist der Graben für den Fahrer viel schmaler. Sollte der vorderste Teil des Panzers dann nicht weiter oben einschlagen als von außen betrachtet? Nein, der Einschlagspunkt ist in beiden Bezugssystemen gleich, denn hier kommt die sogenannte relativistische Aberration ins Spiel, die sich aufgrund der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit ergibt. Die relativistische Aberration besagt, dass der Fallwinkel aus der Sicht des Fahrers ausgeprägter ist als von außen betrachtet. Somit schlägt der Panzer trotz des kürzeren Weges an derselben Stelle ein. Die Aberration lässt sich am besten veranschaulichen, indem ihr euch vorstellt, dass ihr bei Regen senkrecht in den Himmel schaut. Die Regentropfen werden demnach auch senkrecht auf euer Gesicht prasseln. Was passiert aber, wenn ihr euch in eine Richtung bewegt? Richtig, die Regentropfen scheinen im Winkel auf euch zugeflogen zu kommen, obwohl sie doch eigentlich gerade fallen.
Genauso verhält es sich auch für den Fahrer im Panzer. Sein Fallwinkel ist verstärkt. Insgesamt muss man bei diesem Beispiel natürlich betonen, dass es nur ein Gedankenexperiment ist, um die Lenkkontraktion anschaulich zu beschreiben. Keiner kann sagen, was wirklich mit einem Panzer passieren würde, wenn er mit relativistischer Geschwindigkeit in einem Graben einschlägt. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze verständlich erklären. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr über Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie lernen wollt, dann schaut gerne mein Video über die Relativität der Gleichzeitigkeit an, das ich euch hier verlinke. Ich danke euch fürs Zuhören und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.